Guten Abend, mein Name ist Konrad. Heute wieder ein Video von mir. Unter anderem zu dem Thema Zeichen der Endzeit. Ich bin ja der Meinung, dass wir absolut in der Endzeit leben. Ich würde sagen, es ist nicht mehr 5 vor 12, sondern eine Minute vor 12. Viele sagen ja auch immer ganz gerne, die Bibel ist ein uraltes Buch, was irgendeiner mal geschrieben hat, und das ist alles Quatsch, was da steht. Und das haben irgendwelche Irre geschrieben. Das ist völliger Quatsch, wenn man sich mal ein bisschen mit der Bibel beschäftigt. Denn das hat alles, alles Hand und Fuß. Das Neue Testament kann man so verstehen, wie es halt ist. Und das Alte Testament ist voller Symbolik, Numerologie. Es ist, gebe ich zu, sehr schwer zu verstehen. Aber niemand, der es wirklich gelesen hat, kann wirklich behaupten, dass es Quatsch ist, was da steht. Denn das ist, oder dass irgendwelche, ich habe sogar mal einen gehört, der gesagt hatte, jemand, der das geschrieben hat, der hatte zu viel Mushrooms, Drogenpilze gemampft. Und das ist völliger Quatsch. Denn dafür ist das alles viel zu ausgefeilt. Und einfach schlau, dass man merkt, dass das nicht einfach irgendein Trottel geschrieben hat. Naja, zum Thema zurück. Die Endzeit, in der wir leben. Und da habe ich eine Stelle gefunden aus der Bibel, die das sehr gut beschreibt. Und zwar ist das Timotheus 2 bis 3. Da heißt es, der Verfall der Frömmigkeit in der Endzeit. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden zu viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, schmähsüchtig, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, verräterisch, verwegen, verblendet. Sie lieben den Lebensgenuss mehr als Gott. Sie geben sich den Anschein der Frömmigkeit, lassen aber deren Kraft vermissen. Solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und für ihre Irrlehre gewisse Frauen zu gewinnen suchen, die mit Sünden beladen und vor allen möglichen Begierden getrieben werden, die immerzu auf neue Lehren aus sind und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. So stellen sie sich gegen diese Wahrheit. Es sind Menschen, deren Verstand zerrüttet ist und die sich im Glauben nicht bewährt haben. Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbart werden, wie es auch bei jenen geschah. Ja, das, wenn man das liest, das ist perfekt. Das hat mit altmodisches Buch, oder das kann man heutzutage nicht mehr so sehen, das kann man ganz hundertprozentig perfekt in die heutige Zeit zu übertragen, denn das stimmt zu 100%. Genauso ist es heute. Und genauso wird es auch in den Medien glorifiziert. Man braucht sich ja nur mal eine amerikanische Serie, egal welche Serie, oder einen amerikanischen Film angucken. Dann wird genau das zelebriert, was hier angeprangert wird. Und so sollen wir auch indoktriniert werden, dass wir ebenfalls diesen Lebensstil übernehmen, cool finden, uns selbst cool finden. Denn wir sollen nicht mehr den Schöpfer anbeten, sondern das Geschöpf. Steht auch in der Bibel. Naja. Dann habe ich heute einen Post bekommen von jemand, der mir schrieb, dass man als Christ Zweifel haben soll, sondern auch muss. Selbst als perfekter Christ ist es so gang und gäbe, dass man Zweifel haben sollte und muss. Dazu habe ich Folgendes zu sagen. Erstmal gibt es keinen perfekten Christ. Schon gar keinen perfekten Mensch. Es gab nur einen perfekten Menschen, und das war Jesus Christus. Der war ja Gottes Sohn. Denn der war völlig ohne Sünde. Wir selbst sind ja nur Menschen und ich denke mal, keiner ist ohne Sünde. Also ich kenne keinen. Und ich selbst natürlich wäre der Allerletzte, der ohne Sünde ist. Aber davon wollen wir gar nicht erst anfangen. Naja, die katholische Kirche, die ändert ja auch jetzt immer mehr in der Endzeit, versuchen die ja die Bibel auf den Kopf zu stellen. Man sieht das, daran sieht man ja auch ganz deutlich, dass die katholische Kirche eher Satan anbetet und nicht Gott. Denn das habe ich jetzt auch heute, glaube ich, gelesen, dass der Papst natürlich jetzt auch will, dass
Homosexuelle heiraten, als heilig gelten, obwohl die katholische Kirche ganz genau weiß und jeder, der die Bibel gelesen hat, ganz genau weiß, dass es in der Bibel ganz deutlich steht, dass Homosexualität eine Abscheulichkeit vor Gott ist. Noch zu dem Zweifel hier, Christ. Also, ich selbst bin ja immer schon ein Zweifler gewesen. Allerdings nicht an der Existenz Gottes. Ich habe nie an der Existenz Gottes gezweifelt, sondern daran, dass Gott mich liebt. Daran habe ich gezweifelt. Insofern sollte man auch immer definieren, was man unter Zweifel versteht. Also viele sagen einfach, es gibt keinen Gott und die Bibel ist Quatsch. So habe ich das nie gesehen. Ich habe früher eigentlich immer an Gott geglaubt. Ich habe ihn nicht geliebt. Und die Bibel habe ich nie gelesen. Insofern habe ich mir da nie ein Urteil erlauben können. Ich habe als Kind die Jesus-Filme gesehen. Die fand ich schön. Aber ich habe nie wirklich eine Bibel gelesen. Ich habe es immer wieder versucht, aber dann wieder weggelegt. Das war mir alles die Schreibweise. Ich habe da war ich einfach zu sehr in der Welt, um mich da länger mit zu beschäftigen. Aber man sollte natürlich, wenn man auf der Suche nach Jesus Christus ist, und sagen wir mal als Beispiel, ich bin jetzt 10 Jahre dabei oder ich bin jetzt Pastor, egal welcher, katholisch, evangelisch, okay, das ist jetzt ein ganz blödes Beispiel wieder, weil die katholische Kirche ist für mich nichts mit Jesus Christus oder mit Gott zu tun, aber man sollte dann natürlich, wenn man sich jetzt 10 Jahre auf dem Weg nach Jesus Christus begibt und dann immer noch Zweifel hat, dann läuft da was verkehrt. Dann sollte man die Schuld bei sich selber suchen. Ich selbst war ja des Öfteren in solchen Phasen. Habe jetzt auch jetzt momentan auch eine ganz extreme Phase wieder hinter mir. War aber auch alles zu viel mit dem Tod meiner Oma, dann der Tod meines Vaters. Dann dieser ganze Umzug, meine Mutter, die jeden Tag weint und man ist da hilflos, man kann nicht helfen. Dann halt auch diese ganze Sache, die affektive, paranoide Schizophrenie meiner Freundin und all dies. Das ist natürlich, dann fällt man in so ein Loch, da ich ja eh unter Depression leide seit meiner Kindheit. Ist das alles nicht ganz so einfach. Aber wie gesagt, ich habe trotzdem nicht an Gott gezweifelt, sondern daran, dass Gott mich liebt. Und dann muss man auch an sich selber arbeiten. Woran liegt's? Sagen wir mal, wie jemand, der fängt an und sagt sich von heute auf morgen, ich will nicht mehr in dieser Welt leben, ich will was ändern, ich will zu Gott finden. Ja, der fängt dann an, die Bibel zu lesen, vielleicht betet er jeden Tag, so habe ich es dann gemacht, und wundert sich, wenn man zum Beispiel absolut, einer meiner größten Sünde ist immer noch Ungeduld. Und ich habe mir dann wahrscheinlich in meiner Dullheit so gedacht, ich bete jetzt ein bisschen, schmeiße meine ganzen Horrorsachen, meine Wrestling-Sachen alle raus, werf alles weg und einen Tag später spricht Gott dann zu mir. Ja, so läuft's nicht. Und da ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin, wie gesagt, und ich bin jetzt auf der Suche nach Jesus Christus seit ungefähr Sommer 2014 und habe auch immer wieder gesündigt. Dann fange ich an zu fluchen oder dann kommt halt dieses sexuelle Gedanken oder aggressive Ausbrüche und all sowas halt. Ne? Und dann irgendwann gibt man dann immer gerne anderen die Schuld. Dann liegt man nachts im Bett und denkt, oh, ich bete jeden Tag, ich lese jeden Tag in der Bibel, warum redet Gott nicht mit mir? Ja. Und so war es bei mir. Und wie soll Gott zu mir reden, wenn ich mich immer noch nicht geändert habe? Gott ändert sich nicht für uns. Nee, Gott hat uns geschaffen. Ändert sich der Vater für seinen Sohn? Nein. Wenn der Sohn Mist baut, muss der Sohn sich ändern, zum Vater kommen und ihm bitten, dass er ihm verzeiht, nicht umgekehrt. Und das ist das schwierig für uns alle, denn wir haben ja alle ein riesiges Ego. Und das wird ja jetzt in der Endzeit auch immer größer. Wir werden ja so gedrillt von den Medien, dass wir alle ein riesiges Ego haben. Und wir haben ja alle recht. Wir haben ja immer recht. Wir alle. Und wenn jemand sich uns im Weg stellt, dann wird er weggefegt.
denn das ist mein Weg, ich gehe jetzt meinen Weg. Und so werden wir gedrillt. Und darauf, da müssen wir aus dieser Matrix, müssen wir erstmal raus. Denn es geht nicht danach, was wir wollen. Und es passiert nicht so, wie wenn ich es will. So wie es in der Werbung immer gerne heißt. So wie ich es will. Ich bestimme das, wie ich es will. Nee, so ist es nicht. So ist es, wenn wir den Teufel anbeten. Denn der Teufel gibt uns die Illusion, dass es alles so ist, wie wir es wollen. Aber das ist nur eine Lüge, das ist nicht die Wahrheit. Insofern müssen wir uns selbst verleugnen. Und das ist schwer. Wir müssen alles hinter uns lassen. Und alle Widerstände, egal wie schlimm sie auch sind, Tod von Verwandten, von Menschen, die wir lieben, dass wir alles verlieren und dann trotzdem den Glauben zu behalten. Das müssen wir schaffen. Und aus der Welt raus. Also das, was uns früher so schön gefallen hat, das müssen wir versuchen zu ändern. Und hinter uns zu lassen. Und diese ganzen fleischlichen Sachen wie Masturbation, Fremdgehen, Gelüste, zu viel Essen, zu viel blödes Fernsehen, Videospiele, mit Leuten abhängen, Kneipen, Mistreden, Rauchen, Saufen, all das. Ne? Diese ganzen Genusssachen, die nur dem Fleisch dienen, da müssen wir raus. Und da muss ich, habe ich für mich selber festgestellt, da bin ich einfach noch zu sehr drin. Und deswegen gebe ich auch ganz ehrlich zu, also entweder hat Gott mit mir noch nicht geredet oder meine Ohren sind von Satan zu sehr verstopft, als dass ich es höre. So gehe ich davon mal aus. Insofern beende ich dieses Video. Wenn ihr für mich beten wollt, wäre ich für jedes Gebet dankbar. Ich werde weiterhin kämpfen. Ich bin halt immer noch ein extremer Sünder, aber ich werde nicht aufgeben. Ich hoffe ja auch nicht, wenn ihr in einer ähnlichen Lage seid. Macht's gut, passt auf euch aus, passt auf euch auf. Ich liebe euch alle. Gott schütze euch. Bis zum nächsten Video. Tschüss.